Ich grüße Sie und euch ganz herzlich heute aus der Kirche St. Josef. Der Altar ist noch geschmückt von dem Video, das ich gerade für die Kommunionkinder aufgenommen habe und erzählt von dem Evangelium, in dem die Jünger Jesus am Kohlefeuer begegnen. Die Möglichkeiten, unsere Lieben zu besuchen, sind beschränkt. Der Radius, in dem wir uns bewegen, engt uns immer noch ein. Abstand, Distanz, wahrscheinlich eine der meistgebrauchten Worte in den letzten Wochen. Besuch, fast schon zu einem Fremdwort oder Reizwort geworden. Heute besuche ich mich, hoffentlich bin ich zu Hause. Dieser Satz stammt von Karl Valentin. Und hinter diesem zunächst scherzhaft klingenden Satz steckt die tiefe Erkenntnis, die Reise zu mir selbst ist vielleicht eine voller Überraschung. Wie sieht es denn aus mit der eigenen Gastfreundlichkeit zu mir selbst? Und wie geht das überhaupt, das eigene Zuhause zu finden? Vielleicht gefällt Ihnen und euch die Reisebeschreibung der kleinen Anna. Sie hat gleich zwei Freunde, mit denen sie sich unterhalten kann. Der eine ist Finn und der andere ist Mr. Gott. Lieber Mr. Gott, heute schreibe ich dir über meinen Freund Finn. Es gibt ja welche, die nicht genau wissen, wie Finn ist. Und das finde ich traurig, weil Finn, das ist der beste Mensch von der Welt. Wie ein schöner Baum aus Mensch ist er. Aber das weißt du ja auch. Finn sagt, wenn man in einem Haus wohnt, wo die Scheiben ganz schmutzig sind und guckt raus, dann meint man, die Welt draußen ist so schmutzig. Dabei ist sie es gar nicht. Und wenn man von draußen reinguckt ins Haus, dann denkst du, es ist innen ganz schmutzig. Aber das stimmt auch nicht. Es sind immer nur die Fenster, die schmutzig sind. Und Finn sagt deshalb, dass alle Menschen zwei verschiedene Arten von Fenster haben. Die Augenfenster, davon haben sie zwei. Und das Herzfenster, davon hat jeder eins. Die Augenfenster sind da, um rauszugucken. Und das Herzfenster ist da, um nach innen reinzugucken. Wenn man weint, sagt Finn, dann ist das nicht nur wegen was Traurigem. Es ist auch dafür, dass man mal die Augen putzen muss. Wenn sie dann sauber geworden sind von den Tränen, kann man besser durchgucken. Und dann ist die Welt wieder viel heller als vorher. Manchmal gucke ich lieber durch das Herzfenster wie durch das Augenfenster. Weil draußen kenne ich bald alles und was es zu sehen gibt, auch wenn ich durchs Herzfenster nach innen reingucke, dann sehe ich immer etwas Neues. Bei mir auch. Denn von innen, sagt Finn, kennt sich niemand so gut, wie er seinen Garten kennt oder die Leute von gegenüber. Und das ist, weil das Herzfenster aus anderem Glas ist. Nach draußen durch die Augenfenster siehst du meistens klarer, findet Finn. Aber ich glaube, ich sehe mit dem Herzen besser. Liebe Grüße, Anna. Vielleicht gelingt es uns in dieser besonderen Zeit, immer mal wieder einen Blick durch unser Herzfenster zu wagen. Nehmen Sie es liebevoll wahr, was Sie dort sehen, und teilen Sie es vielleicht mit anderen. Es lohnt sich bestimmt, was Sie dort entdeckt haben. Eine klare Sicht wünsche ich Ihnen und euch. Bleiben Sie gesund, bleibt gesund.